So mein Cousin, der, die müssen jetzt 20 sein, die haben halt erzählt, dass die dann halt irgendwo in der, also im Haus immer gewartet haben und halt die Schüsse und sowas gehört haben. Und ich dachte mir so, also ich habe mich versucht, in sie hineinzuversetzen, wie das, was das wohl für ein Gefühl sein mag, wenn man im Zuhause sitzt und hört, dass draußen halt so ein Krieg herrscht und Leute erschossen werden. Und das auch noch als Kind. Weil ich war ja als Kind in Deutschland in einem Asylantenheim und habe einfach nur, das Schlimmste, was ich jetzt gehört habe, war Ausländer raus oder sowas. Und die hören, wie Leute erschossen werden. Ja, bei mir halt das typischste Beispiel, das kennt wahrscheinlich jeder Ausländer oder jeder Afrikaner. Och, Sie sprechen aber gut Deutsch. Sind Sie hier geboren? Nein, bin ich nicht. Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch. Ohne Akzent. Und ich denke mir dann so, ja klar, ich bin ja auch hier zu Ki also in den Kindergarten gegangen und in die Schule. Aber was soll ich denn so, wie soll ich denn sonst sprechen? Vom Empfinden her war das jetzt nicht eine Flucht aus einem anderen Land, aus meiner Heimat, sondern ich weiß das halt aus Erinnerung her, dass meine Eltern geflüchtet sind, da ich ja hier aufgewachsen bin. Also ich bin halt in Gambia geboren und mein Vater kommt aus Liberia. Und da es halt in Liberia einen Bürgerkrieg gab, haben meine Eltern sich entschieden, dann nach Deutschland zu flüchten. Und ich war, wie schon gesagt, 3 Jahre alt und kann mich eigentlich an gar nichts erinnern. Nur halt, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, als wir im Kindergarten, glaube ich, zur Anmeldung waren. Hier an dieser Stelle, wo ich stehe, also das ist die Straße, wo ich aufgewachsen bin. Mit 8 sind wir hingezogen. Also als ich 8 war, bin ich hier hingezogen mit meinen Eltern. Und wir haben in diesem Haus gewohnt. Die Häuser gehören beide zusammen und ich habe genau da oben gewohnt. Und wie gesagt, hier haben wir immer gespielt. Das Traurige war, die 2 Afrikanerinnen, die mit mir auf dem Bild sind, die waren eines Abends bei mir und meinten, ja, Rebecca, wir wollten uns verabschieden, wir sind morgen nicht mehr hier. Und ich dann, hä, wie, ihr seid nicht mehr da? Ja, wir hauen nach Paris ab. Ich so, ja, warum? Ja, wissen wir nicht. Unser Papa hat das gesagt und ja, ab morgen sind wir nicht mehr da. Und so war es dann auch. Die waren dann bei mir, wir haben ein bisschen gespielt. Und seit diesem Abend haben wir uns nicht mehr wiedergesehen. Eigentlich sprechen wir mehr über die schönen Dinge, weil es war schon eine coole Zeit. Das ist auch total witzig, weil, wie gesagt, wir haben nur gespielt, wir waren eine Gemeinschaft, wir haben uns jeden Tag gesehen, wir haben alles miterlebt, wir sind halt zusammen aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, wir sind eigentlich fast da. Das alles sah eigentlich so aus wie hier. Und hier konnte man überall spielen, man konnte die Häuser sehen. Man konnte auch den Hof, den wir gerade betreten haben, sehen. Das ist dann einfach so, ich denke mal, da hat keiner sich mehr drum gekümmert oder so. So an sich war das sehr, sehr harmonisch, aber ich glaube schon, dass unsere Eltern innerlich halt schon sehr unter Stress standen und unter Druck. Schon als Kind habe ich das gemerkt. Auch, dass dann manchmal so eine Spannung in der Luft ist und die reden dann nicht, weil man gerade dabei ist. Ja. Oder man bekommt mit, dass da gerade was passiert. Zum Beispiel habe ich mal mitbekommen. Und da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, wir hätten ganz viele Sachen wieder zurück nach Afrika geschickt, also unsere persönlichen Sachen, weil wir dachten, dass wir abgeschoben werden. Und als Kind versteht man ja auch das Rechtssystem nicht. Und man versteht nicht, warum man die Menschen einfach abschieben kann. Sehr viel mit Spielen beschäftigt. Und ja, mittlerweile weiß ich auf jeden Fall, weil ich mich auch mit anderen, die auch in dem Heim gelebt haben, die auch abgeschoben worden sind, die ab und zu halt zu Besuch kommen, mich unterhalten habe. Und da sind mir so viele Sachen klar geworden. Zum Beispiel habe ich halt auch das Gefühl, dass sie einen schikaniert haben, dass man freiwillig geht. Also ich hatte das Gefühl, also in einem Gespräch mit der Freundin, dass die Sachen gemacht haben, damit man sagt, nee, wir können nicht mehr, wir wollen jetzt wieder zurück in unser Land. Kam hauptsächlich aus
Kosovo-Albanien und Bosnien. Weil da auch zu der Zeit der Krieg da war. Und die wurden halt nach dem Krieg alle abgeschoben. Was auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung war. Das war dann eigentlich die Erfahrung, die ich halt in dem Moment erlebt habe, als meine Eltern meinten, dass wir abgeschoben werden, nur nochmal umgekehrt, weil die dann ja wirklich weg waren. Die wurden dann quasi rausgeschmissen aus ihrer Heimat. Auch wenn viele Deutsche jetzt sagen, das ist nicht ihre Heimat, aber was ist denn sonst deren Heimat? Die sind hier aufgewachsen, sind hier zur Schule gegangen, in den Kindergarten. Die kennen nichts anderes. Also mit einer anderen Freundin dann zurück zu diesem Asylantenheim gefahren bin. Und dann haben wir da erst realisiert, dass in einem Asylantenheim eine Wand ist, wo ganz viele Zettelchen draufstehen. Und auf diesen Zettelchen stehen die ganzen Regeln, dass man dies nicht machen soll, dass man das nicht machen soll, dass man jenes nicht machen soll. Und als Kind war mir das nie bewusst, dass man voll viele Regeln einhalten muss. Wir haben zum Duschen, haben wir so Münzen bekommen und je nach dem, wie groß die Familie war, hatte man eine bestimmte Anzahl. Das heißt, dass man schon irgendwo kontrolliert wurde oder wie Gefangene behandelt wurde. Weil jetzt zum Beispiel kann ich ja duschen, wann ich möchte, ne? Es fing ja damit, also dadurch, dass wir ja ausziehen durften, das hieß ja, dass wir den unbefristeten Aufenthaltstitel hatten. Das heißt, die konnten uns nicht einfach abschieben. Und für mich war es schön, dass ich gerade bevor ich jetzt in die Pubertät komme, ein eigenes Zimmer hatte, was ich eh immer wollte, und mehr wie eine Deutsche leben konnte oder wie eine normale Deutsche. Das war wie ein Jackpot gewinnen. Dieser Flüchtlingsstrom anfing. Ich saß im Zug, nichts ahnt, habe ich Musik gehört und sehe, wie ein Mann mich anguckt und seine Lippen bewegt. Und ich denke mir erstmal, was macht der da? Will der mich anmachen oder was ist los? Ja, und dann bin ich ausgestiegen, hab meine Musik ausgemacht und stand halt so halt in der Nähe von ihm und höre nur, was er sagt. Und er hat mich einfach die ganze Zeit beleidigt. Ich so, wie bitte? Was haben die da gerade gesagt? Dann sagte der auch noch frech, hasserfüllt, hat er mich angeguckt und sagte, ja, Sie haben mich richtig verstanden. Sie scheiß Nigger, Punkt, 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 verschwinden Sie in Ihr Land. Ich hasse euch, ihr scheiß Pack. Das sagte er zu mir. Aber ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit rum und denke mir so, ich bin schwarz, ich bin schwarz und ich gehöre hier nicht hin, sondern ich bin wirklich nach 25 Jahren bin ich geschockt, wenn Leute mich auf meine Hautfarbe ansprechen, weil ich mir so denke, das ist doch nichts Neues. Gehen mir damit nicht auf die Nerven. Ich bin einfach da und lebe und sehe dich als selben Menschen an wie mich. Ich sehe eigentlich nur meine Seele und dann deine Seele.